Menschen und Orte im Engadin. Zu Besuch im Maloja, bei einem Kreativschaffenden von heute und dem Zuhause eines großen Künstlers von damals. Maloja ist natürlich für mich ein Kraftort. Ein wirklich Magic Maloja heisst das. Ich kann hier mich ausleben, so wie ich will, und bin nicht abgelenkt. In einer Stadt wäre ich abgelenkt. Und da habe ich meine Ruhe und dann kann ich mich entfalten und ja, bin frei dann von Ausseneinflüssen. Ich bin Marco Zuffolato und ich bin Macher. Ich mache Gegenstände, die den Menschen gefallen sollten oder die sie brauchen können. Die sie aufhängen, herstellen. Mit verschiedenen Materialien. Holz, Metall, Glas, Stein, Federn, Rosshaar, Knochen. Alles, was mir in die Finger kommt, wo ich finde, da kann man etwas Schönes draus machen. Das Engadin ist für mich mit der See zusammen eine super Kombination. Mit der Luft, mit dem gesunden Wasser, das ich trinken kann. Das alles tut mich, das gibt mir Kraft, um hier kreativ zu sein. Und ich muss nicht weit herumschauen, um mehr Inspirationen zu holen, um zu arbeiten. Ich war jetzt von Schampf, Pontesina, Zernitz. Und jetzt Maloja ist für mich so wie, jetzt bin ich richtig angekommen im Engadin. Jetzt bin ich daheim. Ich fühle mich zwischenzeit auch ein bisschen wie ein Engadiner. Oder ein Malojaner jetzt. Ich habe sehr viel Freude und es macht mich stolz, um hier in Maloja zu sein. Aufgrund natürlich von Giacometti und Segantini. Das ist sehr inspirierend und sehr fordernd auch. Ruhe und Frieden, glaube ich. Es hat alles gestimmt da. Sie haben ein schönes Haus gehabt, die Familie ist gut gegangen. Und er hat draußen gemalt, 15 Stunden pro Tag und hat eben Erfolg gehabt. Also besser hätte es ihm eigentlich gar nicht können gehen. Das hat Maloja ihm alles gegeben. Für Segantini war Maloja sehr gebig, weil das zwischen dem grossen Tourismus war, also der Belle Epoque von Engadin und Mailand, wo ja. Er seine Verwandte, also die Frau, ihre Familie hatte und der Kunsthändler war. Und er kam nach Maloja wegen dem Licht, wirklich. Er ist ja immer gereist von dem einzigen Ort, von dem er kann, ist Milano. Und zwischen Milano und Savonin ist er immer da vorbeigekommen und darum hat er das beobachtet, dass das Licht am besten da ist. Und darum hat es auch im Atelier das Oberlicht. Das ist sehr wichtig. Der Rundbau hat ja eine ganze Geschichte vom Panorama. Ja. Giovanni Segantini ja, genau. Hat Wellen für Paris zusammen mit Tourismusleuten vom Engadin und mit verschiedenen Künstlern wie Ferdinand Hodler, Kuno Amiet und Giovanni Giacometti ein riesiges Panorama erstellen. Und das ist dann aber nicht stand gekommen. Und für das Panorama, damit er sich das vorstellen kann, hat er ein Modell gemacht. Und das hat eine Größe 1 zu 10 ja. Zu dem Pariser Panorama für die Weltausstellung 1900. Ich finde, das ist eine Ehre. Also ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das Museum, also das Atelier aufgemacht habe. Weil eigentlich haben meine Kinder das gar nicht wollen. Wir sind darin immer Squash gespielt, gegen den Wind. Und dann haben wir uns das Surfbrett aufgestellt. Und dann, wenn mein Mann und ich, wir am Schluss haben, das Atelier daraus machen, also zugänglich, dann sind sie sehr enttäuscht gewesen. Gell? Aber ich bin froh, ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Wirklich.